Willkommen bei F1 2016 und wir befinden uns auf dem Weg, muss man ja sagen, zum großen Preis von China. Und ja, wir haben ja immer ein bisschen Schwierigkeiten mit der KI gehabt. Mal zu leicht, mal zu schwer. Hier haben wir die Bedingungen und wir können ja mal ganz kurz, bevor ich jetzt wieder schwerer mache, weil das wäre jetzt das nächste gewesen, aber dann haben wir das gleiche Problem wie das letzte Mal. Wir machen mal das Anti-Blockiersystem aus. Die dynamische Rennlinie brauche ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich, aber ich fahre ganz gern einfach damit. Getriebe, ich weiß nicht, ist das ist Schaltgetriebe und Empfehlung. Wir lassen es Automatik und Traktionskontrolle machen wir mal. Ja, wir machen es mal mittel und gucken mal, ob von der KI sich was verbessert. Gut, dann starten wir mal die Season. Wenn ein klein wenig länger lädt, kann es daran liegen, ich tue gerade alles downloaden, Rechner neu gemacht und so weiter. Das mache ich ganz gern zwischendurch immer mal wieder und ja, lade im Hintergrund jetzt sämtliche Sachen runter. Sollte prinzipiell abgesehen von der Ladezeit, eventuell weil die Festplatte rödelt, keine Performance-Einbußen haben. Okay, unsere Punkte, die wir ergattert haben. Ich bin der Meinung, das hatten wir schon gesehen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ein paar haben wir auf jeden Fall. Mal gucken. Jawohl. 30, also nicht schlecht, nicht schlecht. Da würde ich sagen, haben wir unseren Teamkollegen absolut im Griff. Wir haben die Rivalität gewonnen. Ich weiß aber nicht, was bedeutet. Das werden wir gemeinsam rausfinden. Generell bin ich ein Spieler, der mit seinen YouTubern die Sachen rausfindet und nicht irgendwas vorweg zockt und ja, einfach alles erzählt. Das ist nicht so mein Ding. Ja, da dürfte sich ja dann auch nichts ändern. Im negativen Sinne, ja. Und Markus Eriksen geschlagen. Sieht sehr gut aus. Mehr als 10 gibt es halt nicht. Wir hören uns die Voicemail an. Da kriegen wir dann Hey, unsere ich bin's. Ergebnisse, Wollte nur die die wir Erwartungen einfahren des sollen. Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. So, und jetzt gucken wir mal. Wir sollten 17. oder besser werden und Markus Eriksen besiegen. Ja, das sollten wir auch hinkriegen. Davon gehe ich mal aus. Und ich würde sagen, wir können mal ganz kurz gucken, was die Forschung und Entwicklungsabteilung macht. Hier steht auch Rivalität gewonnen. Schweres Wort. Ja, wir haben bald den verbesserten Luftwiderstand und sind damit, ja, stärker als Renault. Das scheint ein bisschen schade zu sein. Es scheint jetzt nicht so, dass Manor, Renault und die ganzen anderen sich mitentwickeln. Ich glaube, nur wir können aufholen. Das ist ein bisschen schade. Was natürlich cool wäre, ist, wenn diese Bäume, diese Entwicklungsbäume, auch bei den anderen, also die Entwicklung stattfinden, vielleicht unterschiedlich schnell. Dass es darauf ankommt, was entwickelt man wann zuerst und ja, weiß der Geier halt was, ne? Das wäre schön. Weil in Wirklichkeit ist es ja auch nicht so, dass nur ein Team entwickelt. Draußen fährt jetzt gerade irgendwie ein Putzfahrzeug lang oder so. Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Was gibt es noch als Neuerung, bevor wir jetzt starten? Die Rennen werden jetzt zweigeteilt. Ich finde einfach eine Stunde 15, Stunde 30. Wir werden Rennen haben, die werden wahrscheinlich 2 Stunden gehen. Ganz besonders Singapur, denke ich mal, wird da nah rankommen. Ist ein bisschen krass. Wir können irgendwann mal ein Spezial machen, wo wir vielleicht wirklich mal Singapur als langes Rennen in Echtzeit volle Länge fahren oder so. Das können wir als Spezial mal irgendwann reinnehmen. Aber zum Zuschauen muss ich sagen, ist es einfach ein bisschen krass und dementsprechend werden wir das Video zweiteilen. So, wir werden jetzt auch zum Rennen gehen. Ich werde dann jetzt an die Kommentatoren übergeben, die uns sicherlich noch ein paar Informationen zu diesen Rennen und gegebenenfalls zur Strecke, ja, mitzuteilen haben. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Rosberg, Verstappen, Sebastian Vettel und Ricciardo. Quert, Alonso, Sainz Junior und ein Sauber. Perez, Massa, Jenson Button und Hülkenberg. Eriksson, Bottas, Esteban Gutierrez und Romain Grosjean, Magnussen und Palmer, Pascal Wehrlein und Rio Hayato macht die Startaufstellung komplett. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
Ja, danke. Damit übernehme ich auch wieder. Und ja, wir haben jetzt Traktionskontrolle nicht mehr voll, sondern nur auf die Hälfte ungefähr, auf Mittel, glaube ich, heißt das. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall heißt das natürlich auch mehr Reifenabrieb. Und das wiederum sollten wir taktisch berücksichtigen. Und ich tendiere wirklich eher zu einer Vier-Stop-Strategie. Wir haben ja eh momentan immer ein bisschen Reifenprobleme. Bin mir da nicht so sicher, wie wir da vorgehen. Prinzipiell müssten wir mal gucken. Wäre das schon deutlich langsamer, wie man sieht. Das sieht jetzt wenig aus. Das sieht wirklich wenig aus. 48 Minuten zu 47 halt oben. Das sind 20 Sekunden, nicht mal ganz, aber 20 Sekunden auf der Strecke rausfahren. Von daher würde ich versuchen, erstmal das hier zu machen. Und würde dann halt gucken, wie wir weiterverfahren. Ich glaube, das ist gut. Die Season-Vorhersage, es soll trocken sein, dann soll es anfangen zu regnen und ganz regnen, wenn die Vorhersage da oben stimmt. Eine Maus habe ich nicht, um das zu zeigen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das und agieren ganz dynamisch. Haben wir das jetzt auch ausgewählt? Ja, das ist ausgewählt. Und ich würde sagen, wir quaken gar nicht lang und ja, starten quasi das Rennen. Viel Spaß! So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. So, eine Sache würde ich gern machen. Das fehlt mir so ein bisschen. Da würde ich mir so eine Seiteneinblendung wie in der Formel 1 wünschen. In der Formel 1 ist auf der linken Seite ja immer zum Rennen eingeblendet, wer fährt auf welche Reifen. Das können wir hier so machen. Und zwar wird Nico Rosberg mit Superweich fahren und Hamilton und Räikkönen sogar mit Soft. Also sehr durcheinander hier alles. Und wir müssen mal schauen, die meisten... Oh, es gibt sogar welche auf Medium. Also da wäre es mal interessant, nachher zu gucken, wie sich das verändert. Speziell Gutierrez und Grosjean, ob den beiden Haas-Piloten... Ja, das gelingt, da irgendwie nach vorne zu kommen. Unser Teamkollege, das ist vielleicht auch noch wichtig, der ist auf Soft wie wir unterwegs. Ja, also da ist auf jeden Fall genug Spannung geboten. Wir steigen wieder ins Rennen ein, beziehungsweise in die Einrollrunde. So, und wie man sieht, die Reifen blockieren jetzt auch schneller. Ich hoffe, dass das so ein bisschen die KI, den Vorteil, den wir jetzt gegenüber der KI haben, weil sie, oh Gott, doch recht einfach ist. Eigentlich wäre der Flügel weg gewesen. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Achso, ich darf nicht weiterfahren dann. Und Sainz ist ausgefallen. Sainz ist dadurch ausgefallen. Ach hey, das tut mir jetzt aber wirklich leid. Und ich selber wohl auch. Wie jetzt? Dürfen wir nicht starten, oder? Zur Not müssen wir die Season neu starten. Wir überspringen jetzt mal die Einführungsrunde in der Hoffnung, dass Sainz und ich starten dürfen. Ja, ja, wir dürfen starten. Alles okay. So, und wir sind besser weggekommen wie Sainz, trotzdem wir die härteren Reifen haben. Massa aber noch besser weggekommen. Wir kommen an Alonso durch den Windschatten ran. Quiert. Aber wir können hier nicht zu viel riskieren und wir müssen hier definitiv auf die Reifen achten. Ja, da drängeln wir uns innen vorbei. Der hat aber jetzt außen einen Vorteil. Also in der Kurve. Aber ich glaube, wir halten uns gut hinter Vettel, oder? Jetzt haben wir uns berührt. Wir haben uns berührt, schon wieder. Oh, ja, ja, ja. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, Fernando Alonso. Ja, wir sind jetzt guter Sechster, Siebter. Und mir ist jemand hinten reingefahren. Definitiv Alonso. Das war die Rache. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir mit den Reifen haushalten können. Denn wir haben jetzt keine Bremshilfe mehr. Das heißt, die Reifen können schnell blockieren. Und wie man sieht, rutsche ich hier auch schnell weg, wenn ich Gas gebe. Durch das Wegfallen der Traktionskontrolle habe ich also auch schon einen massiven Nachteil, den ich erstmal... da muss ich mich mal dran gewöhnen, muss ich sagen. Ja, das ist nicht ohne. Plötzlich rutscht der Wagen beim Rausbeschleunigen. Das kannte man jetzt ja vorher nicht so. Gottes Willen. Hier runtergerutscht.
Ja, wir werden uns hier nicht halten können. Wir funken auch. Wir sind ein bisschen tief eingestellt und wir haben keine Chance. Die überholen uns hier alle. Aber auch das gehört halt zum Rennsport, dass man erkennt, wenn man keine Chance hat. So, wir versuchen hier nur einen Platz zu verlieren. Das haben wir geschafft. Kvyat versucht zu blocken und dabei, ja, verliert er Zeit. Auch hier rutscht der Wagen. Also es ist, ja, man wird jetzt ein paar Runden brauchen, oder ich werde ein paar Runden brauchen, mich daran zu gewöhnen. Kvyat schießt an uns vorbei derweilen. Den können wir nicht halten. Ja, wir kommen hier wieder innen rein, wie beim Start, also sehr gut. Aber man sieht auch schon, die Reifen sind in Mitleidenschaft gezogen. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Ja, ja, ja. Okay, 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 okay. Das war krass, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Aber der Wagen dreht sich echt schnell weg. Man muss hier aufpassen. Alter Verwalter. Ich hatte ja mal eine Umfrage gemacht oder darum gebeten, was wir machen, wenn Unfälle sind. Und wir hatten gesagt, bei leichten Flügelschäden oder so wurde ich gebeten, das Rennen bitte weiterlaufen zu lassen und einfach an die Box zu fahren, wie in Wirklichkeit halt. Ja, jetzt hat man total Flügelschaden und ich hätte gedacht, ich kann ein bisschen besser einlenken, ehrlich gesagt. Andererseits, glaube ich, werden wir dieses Rennen eh massive Probleme haben. Also ich kann hier nicht mal Gas geben. Ich kann hier nicht mal Gas geben. Also wenn mir jetzt mal einer sagen kann, was das war. Was ist das? Ich glaube, ich muss diese Pfeife wieder anmachen. Jetzt würde ich mir gerne wissen, wer hat mich hier umgekickt und warum vor allen Dingen. Alter Verwalter. Ja, das ist natürlich, sind wir ehrlich. Da werde ich die Fahrhilfe leider wieder anmachen müssen. Da war der Kollege in, okay. Das ist zu krass. Das ist wirklich krass. Jetzt werde ich hier rausgedrängt. Und jetzt können wir das Rennen schon wieder abbrechen, oder? Nee, 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 nee. Es ist gelb. Es ist gelb draußen. Nicht zu weit rüberfahren. Ja, wir sind letzter. Also, boah, das ist unfahrbar. Das ist echt unfahrbar. Ich hoffe, ich kriege das Antiblock hier braun. Ich brauche nur die Traktionskontrolle. Das ist unfahrbar für mich gewesen. Alter Verwalter. Also wie gesagt, mit den blockierenden Reifen müssen und können wir leben, glaube ich. Aber, boah, ich komme damit überhaupt nicht klar. Jetzt sind wir letzter. Das ist vielleicht die Strafe, weil wir die Replays benutzt haben. Finde ich okay. Jetzt heißt es dann nach vorne kämpfen und, Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Ah, das freut mich natürlich. Also man sieht schon, dass die Reifen schon nach drei Runden im Keller sind. Ja, das sieht man ja schon förmlich. Nach fünf Runden müssten wir den ersten Stop machen. Geplant ist der allerdings erst in der 7. bis 9. Runde. Und ganz ehrlich, wir ziehen uns danach die Steinreifen auf. Also die härtesten in den Rennen, das ist halt Medium. Und wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo rankommen. Sainz ist noch hinter uns. Mit denen sind wir am Anfang kollidiert. Der ist aber jetzt in der Box gewesen. Da muss es auch einen Zwischenfall gegeben haben. Ich hoffe nur, dass wir daran nicht schuld waren. Und jetzt versuche ich vor allen Dingen erstmal Magnussen ranzukommen. Ja, mit dieser Traktionskontrolle wesentlich angenehmer. Also auf Tastatur finde ich sehr, sehr schwer. Also vielleicht fehlt mir auch einfach die Übung, aber... extrem schwer zu fahren. Ich dachte, es wäre so ein bisschen zuckeln oder so vielleicht, dass es so ein bisschen schwieriger ist, aber für mich, der das... Danke, interessiert mich nicht. Interessiert mich gerade gar nicht, das Wetter. Ich hatte echt gedacht, dass es so ein bisschen zuckeln gibt oder so und dass es da halt wirklich ein bisschen schwieriger wird, aber dass es zumindest für mich, muss ich sagen, unfahrbar ist, hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja nur ein Rutschen gewesen.
So, wir kommen am Magnussen, glaube ich, auch nicht wirklich ran. Wir müssen mal auf die Zwischenzeit gucken. Jetzt ist Alonso. 6 Sekunden, weil Alonso war schon in der Box. Die waren schon in der Box. Die fahren jetzt rein einfach. Das ist ein normaler Stopp für die scheinbar. Oh, 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 oh. Ich wollte es vermeiden. Es kostet so viel Zeit. Es kostet so viel Zeit. Es läuft nicht. Dieses Rennen läuft nicht für uns. Aber ich will es auch noch nicht aufgeben. Wir haben ja noch Chancen. Wir haben 2 Sekunden verloren. 5,5 Sekunden Rückstand. Und Rosberg ist sogar hinter uns. Aber den werden wir nicht halten können. Wenn der kommt, den können wir vorbeilassen. Es wundert mich, der ist mit Soft gestartet. Okay, warum der jetzt schon in Box war. Werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Kollege, ich kämpfe, um auf der Strecke zu bleiben. Ich werde gar nichts aufdrehen. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Oh, im Kampf mit Rosberg hier. Eieieiei. Und ja, es war definitiv meine Schuld. Da brauchen wir nicht diskutieren. Es wird ein hartes Rennen. Aktuelle behalten. Ja, wir müssen halt gucken. Jetzt müssen wir halt das Beste draus machen und wir haben gegen die eh keine Chance. Ich kann die auch alle vorbeilassen eigentlich. Ich lasse ihn hier ein bisschen Platz zum Überleben. Er ist noch immer neben mir. Also das wird ein schwieriges Rennen. Eines der schwierigsten. Und wie gesagt, gegen Sainz haben wir prinzipiell keine Chance. Den können wir vorbeilassen. Der hat frische Reifen. Auch wenn der harte fährt, der ist wesentlich schneller aufgrund der Frische der Reifen. Aber hier sind wir ein bisschen schneller. In diesem kurvenreichen Sektor, da haben wir auch den Wagen drauf abgestimmt. Und wir haben auch eigentlich auf den Reifenverschleiß geachtet. Aber der scheint immer noch so zu sein. Und Sainz greift weiterhin an. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,8 Sekunden. Unser Flügel ist beschädigt durch Rosberg, sehe ich gerade. Ja, es macht nicht viel Sinn, aber Sainz fährt auch nicht vorbei. Also ich würde ihn wirklich gern vorbeilassen, weil... Zu Grosjean. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Habe ich nichts gegen. Danke für die Info. Danke für die Info und ich muss mich jetzt vielleicht ein bisschen mehr aufs Renngeschehen konzentrieren. Eigentlich sollte er jetzt auf der langen Geraden an uns vorbeigehen und ich fahre persönliche Bestzeit zumindest. 1:42,2 Hamilton. Gelbe Flagge voraus. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange hier, der überholt mich. Siehst. Ah, ich wollte schon sagen, also mein Glück, er wäre vorbeigekommen. Und hier ist wieder gelb. Und wieder grün. Ja, der ist ja ganz intelligent stehen geblieben. Verwarnung, was? Ich musste da rum. Was ein bisschen dumm ist, Sainz ist hinter stehen geblieben. Also das ist natürlich mega unrealistisch. Ich hoffe immer noch auf das erste Safety Car übrigens. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und das würde uns zum Beispiel bei diesen Rennen massiv helfen, wenn das kommen würde. Aber, sind wir ehrlich, in China ist es nicht so üblich, dass da ein Safety Car unbedingt zwingend kommt. Was ist denn jetzt los? Mein Auto ist kaputt. VSC auf der Strecke. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsamer werden. Positives Delta beibehalten. So, und jetzt, wenn das länger draußen ist, das virtuelle Safety Car. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Was ich sagen wollte, wenn das virtuelle Safety Car länger draußen bleibt, dann würde es Sinn machen, in die Box zu fahren. Sollte es allerdings nicht länger draußen bleiben,
würde es vielleicht Sinn machen, noch eine Runde zu fahren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Virtuelle Safety-Car-Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Ja, schade. Meine Hoffnung. Hier ist schon wieder gelb. Hier ist schon wieder angeblich gelb. Und tschüss. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Okay. Warum blendet jetzt die ganze Zeit die gelbe Flagge ein? Das hat mich irritiert. Verdammte Axt. Da ist schon wieder jemand ausgeschieden, Ricciardo. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. So, und wir haben jetzt natürlich hier auch die harten Reifen. So, und dann gucken wir mal. Also das ist ein Horrorrennen. Jetzt dürfte auch die Nase gewechselt werden. Und wir müssen hoffen, wir müssen wirklich hoffen, dass nochmal ein Safety Car kommt. Ah, Jungs, Jungs, Jungs. Fertig, los jetzt. Ja, ein ganz schwieriges Rennen für uns. Das müssen wir wirklich sagen. Oh, was ist denn hier los? Oh. Das kostet so viel Zeit, dieser Mist. Ja, eine Rennen zum Vergessen, aber das hatten wir in Australien auch mal. Da mag ich dran erinnern. 16 Sekunden Rückstand. Aber letztendlich haben wir dann doch ein gutes Rennen am Ende gehabt. Und ich mache, glaube ich, mal das aus. Ich glaube, das irritiert mich ein bisschen. So, 9 Sekunden sollen wir hinter Grosjean sein. So, und jetzt müssen wir mal einfach... Ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Einfach entweder schnelle Runden fahren, wollte ich gerade sagen. Oder wir versuchen, die Reifen zu schonen. Und ich bin unentschlossen. Ich bin unentschlossen. Wir mussten schon eher in die Box, als wir es wollten. Also was der Vorteil ist, wir holen am Vordermann zumindest im Kurvenbereich auf. 13. im letzten Sektor, also in Sektor 2 gewonnen. Das dürfte unser schwächster Sektor hier sein, weil wir sehr auf Kurven ausgelegt sind von unserem Setup her. Und wir haben hier auf Höchstgeschwindigkeit verzichtet. In etwa 10 Minuten wird es leicht zu regnen anfangen. Das könnte unsere Chance sein. Muss es aber nicht. Es kann auch unser Verderben sein. Was für ein Rennen. Und wir haben 9,2. Also wir haben da wirklich eine halbe Sekunde in diesem Sektor verloren. Aber so ein bisschen Regen könnte uns da schon helfen. Beim Regen ist der Reifenverschleiß generell übrigens auch deutlich geringer. Wir müssen immer noch hoffen, dass mal ein Safety Car kommt. Ja, hier haben wir 13. gewonnen. Wenn wir nächsten wieder 13. gewinnen und am Ende aber 5 verlieren, dann ist das summa summarum, macht das 1/10 Gewinn auf einer ganzen Runde und das ist ein bisschen wenig. Teamkollege in der Boxengasse. Der ist weit vor uns, wie man daran sieht. Markus fährt an die Box. Markus ist in der Boxengasse. Tja, wir sind überall, nur nicht da, wo wir sein sollten. So, wir gucken mal, ob wir an Grosjean rankommen. Also von Schwierigkeitsgrad her scheinen wir es jetzt gefunden zu haben. Wenn wir die Bremshilfe ausmachen, sind die Ruckzeit natürlich auch langsamer. Vielleicht rächt sich das jetzt auch ein bisschen, dass wir komplett auf Kurven gegangen sind. Zu wenig auf Geraden gemacht haben.
Eieiei. Ich würde dieses Rennen trotzdem noch nicht aufgeben. Also es ist spannend. Es kommt noch das Wetter herein, noch ein paar Boxenstops kommen. Ich fahre persönlich in Bestzeit, verliere trotzdem ein bisschen auf Grosjean, aber das ist okay. Also da gibt es noch ein paar Faktoren, die auch noch Überraschungen bereithalten könnten. Auch für uns, vielleicht nicht unbedingt immer nur gegen uns. Eins natürlich klar, wenn kein Regen kommen würde und das Safety Car nicht kommen würde vielleicht irgendwann, hätten wir einen verlorenen Posten. Aber gerade das Wetter spielt uns dann in die Karten, weil wir im Endeffekt auf Kurven getrimmt sind und dementsprechend auch ein Regensetup haben. Einziger Haken vielleicht, der Wagen ist sehr tief abgestimmt auch. Wir haben ja gesehen, dass wir hier überall aufschlagen und Funken aus unserem Wagen kommen. Also hier jetzt nicht unbedingt, aber ich bin der Meinung, hier haben wir das gesehen. Ja, nach einem katastrophalen Start, der das ganze Rennen kaputt gemacht hat, müssen wir jetzt gucken, das Beste daraus zu machen. Wir sind definitiv erstmal Letzter. Ja, hier funken wir nämlich. Hier müssten wir einen Ticken höher gelegt sein.